Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich habe schon länger keine Videos mehr hochgestellt. In der Zeit war ich aber fleißig und habe eine Chancenchecker-Website erstellt. Da findet ihr hilfreiche Ressourcen, zum Beispiel Webseiten, auf denen es Informationen zum Thema Stipendien gibt oder Suchmaschinen für Stipendien. Und es gibt einen Blogfeed, wo es um Themen geht, die ihr angesprochen habt, um Fragen, die ich vor allem auf YouTube, aber auch auf Instagram von euch bekommen habe. Und die habe ich dann in diesen Blogbeiträgen versucht zu beantworten und Dinge zusammengefasst. Ich hoffe, dass sie sehr hilfreich sind. Deswegen schaut da mal vorbei und followt den Blog. Ich möchte diese Fragen aber auch nochmal unbedingt als Video festhalten. Und bisher sind das drei Themen. Einmal das Thema Engagement. Und darum wird es in dem heutigen Video gehen. Also, was ist eigentlich Engagement? Warum ist das wichtig? Und wie wichtig ist das, um ein Stipendium zu bekommen? Und was tut man, wenn man sich bisher noch nicht engagiert hat und sich trotzdem gerne für ein Stipendium bewerben würde? Das zweite Thema ist, wo man überhaupt Stipendien findet. Und das dritte Thema ist, wenn man kein Problem hat, Stipendien zu finden, denn es gibt tatsächlich Tausende, aber dafür nicht weiß, wie man das Richtige für sich aussucht, wo man vielleicht die besten Chancen hat. Das sind bisher die drei Themen. Um Engagement geht es heute, um die anderen beiden Themen geht es in den nächsten beiden Videos. Die Informationen gibt es aber bereits als Blogartikel auf dem Blog. Das heißt, ihr könnt einmal in der Beschreibung unten gucken, da hinterlasse ich den Link. Und da könnt ihr euch alle Blogartikel gerne durchlesen. So, und nun kommen wir zum Thema von heute, und zwar Engagement. Da wurde ich von mehreren Leuten angeschrieben mit der Frage, was tun, wenn man sich nicht engagiert, wenn man super gute Noten hat, aber sich nicht engagiert hat. Und was zählt überhaupt als Engagement? Habe ich mich genug engagiert und habe ich überhaupt Chancen mit dem, was ich an Engagement präsentieren kann? Und genau auf diese Fragen werde ich heute meine Antworten geben. Manche von denen stammen aus meiner Erfahrung in den Bewerbungsprozessen und von dem, was ich von den Stiftungen selbst gehört habe. Und manche sind einfach nur meine persönliche Meinung. Aber ich hoffe, die helfen euch trotzdem, diese Stipendienbewerbungswelt zu navigieren und die richtigen Entscheidungen für euch zu treffen. Die drei wichtigsten Fragen innerhalb dieser Frage, die wir heute beantworten, sind einmal, was ist überhaupt Engagement und was zählt Engagement für eine Stipendienbewerbung? Die zweite Frage ist, wie wichtig ist das und ist das wirklich wichtig in diesem Kontext? Und die dritte Frage ist, was tun, wenn man es nicht hat? Engagement ist im Kern der Sache einfach nur sich über das Erwartete hinaus engagieren. Etwas tut, was von dir nicht erwartet wird. Und um das mal weiter zu definieren, was unter Engagement fallen kann, denken wir mal darüber nach, dass Engagement unterschiedlich ausfallen kann, von klein bis groß. Es kann Engagement sein, Nachhilfe zu geben für einen Mitschüler. Und es kann auch Engagement sein, eine Schülerzeitung zu gründen oder eine eigene Firma. Die Frage ist hier, inwiefern tust du vielleicht irgendwo mehr als das, was von dir erwartet wird? Engagement wird meiner Meinung nach sehr, sehr oft mit sozialem oder gesellschaftlichem Engagement gleichgestellt. Zum Beispiel vergessen viele, dass es auch akademisches Engagement gibt oder fachliches Engagement. Du bist vielleicht zum Beispiel ein Jurastudent und in deiner Freizeit schreibst du einen Blog über die interessantesten Fälle. Das ist nicht von dir erwartet, das tust du in deiner Freizeit freiwillig. Du tust das aus deinem Interesse für dein Fach und das ist definitiv Engagement. Es könnte sein, dass du immer noch Schüler oder Schülerin bist und dass du in deiner Freizeit eine App programmierst. Oder du besuchst vielleicht in deinen Schulferien eine Akademie. Es könnte auch sein, dass du in deinen Semesterferien besonders viele Praktika machst. Das ist nicht etwas, was du tun musst. Und demnach ist das für mich auch Engagement. Wichtig ist, nur weil es für mich Engagement ist, heißt es natürlich nicht, dass alle Stiftungen das so akzeptieren. Da musst du wiederum ganz genau in den Voraussetzungen lesen, was da steht. Und wichtig ist, dass du deine Motivation dahinter gut erklärst. Du musst also von dir aus überzeugt sein, dass du etwas aus der Eigenmotivation tust, was nicht von dir erwartet wird, was andere nicht tun und deswegen engagiert bist. Und ein dritter Punkt, das ist ein sehr heikler Punkt und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie die Stiftungen dazu stehen, und zwar die Bezahlung. Ob Engagement freiwillig sein muss, auf freiwilligen Basis oder ist etwas, was bezahlt ist, auch Engagement. Ich kann euch nicht hundertprozentig sagen, wie die Stiftungen darüber denken. Meine Meinung dazu ist, dass auch bezahltes Engagement Engagement sein kann.
Es sollte aber primär um die Aktivität gehen und um deine Motivation, dies zu tun. Und die Motivation sollte nicht sein, dich finanziell zu bereichern. Es soll also nicht primär ein Job sein, der zufällig auch im sozialen Sektor ist, zum Beispiel, sondern es sollte darum gehen, dass du etwas verfolgst, was dich interessiert und was du gerne tust. Und zufällig wird das aber auch noch bezahlt. Es ist für mich schon ein Unterschied und ich finde, so eine Art von Engagement kann man durchaus als Engagement darstellen und präsentieren. Und ich denke, manche Stiftungen oder manche Stipendiengeber werden das auch als solches aufnehmen. Aber das kann ich euch nicht garantieren. Da geht es wiederum, dass ihr auf die Webseiten von den Stiftungen, die Flyer, euch alles durchlest, auf die Voraussetzungen guckt, achtet ganz toll auf die Sprache und auf die Details. Steht da zum Beispiel, wir erwarten freiwilliges soziales Engagement, dann erwarten die eben, dass die Art von Engagement sozial und freiwillig ist. Da würden diese anderen Beispiele, die ich genannt habe, nicht als Engagement gelten. Achtet also gut auf die Sprache, achtet auf die Gesamtatmosphäre, wie viel wird da beschrieben, gibt es da Beispiele davon? Da könnt ihr eine gute Idee davon bekommen, was diese Stiftung, dieser Stipendiengeber unter Engagement meint und ob das zu euch passt. Aber ganz wichtig, ihr solltet euch nicht selbst aus dem Rennen nehmen, weil ihr glaubt, ihr werdet nicht engagiert. Überlegt einfach mal, in welchen Aspekten eures Lebens seid ihr vielleicht engagiert? Wo macht ihr mehr als das, was von euch erwartet wird? Und versucht, Orte zu finden, wo das genauso gesehen wird und akzeptiert wird. Okay, ich hoffe, was ist Engagement, haben wir geklärt. Und falls ihr mehr Fragen dazu habt oder Beispiele, wie ihr euch engagiert oder euch nicht sicher seid, ob eure Art von Engagement wirklich zählt, dann kommentiert unter dem Video. Die zweite Frage, die wir heute ansprechen, ist, warum ist Engagement überhaupt wichtig? Wie wichtig ist das tatsächlich eigentlich für die Stiftungen? Ich gehe zuerst auf die Frage ein, warum ist Engagement überhaupt wichtig und was versprechen sich die Stipendiengeber von den Menschen, von den Stipis? Warum sollten sie engagiert sein? Und das ist eine Antwort, die habe ich von Stipendiengebern so gehört. Es kann sein, dass nicht alle das gleich sehen. Und das, was ich primär gehört habe, ist, dass nach einem Multiplikatoreffekt gesucht wird. Dass man also, indem man Geld in eine Person investiert, sich davon erhofft, dass sich das gelohnt hat. Menschen, die engagiert sind, haben bestimmte Qualitäten, die andere haben könnten. Und der Unterschied ist, wenn jemand engagiert ist, dann zeigt diese Person, dass sie diese Qualitäten hat. Zum Beispiel ist sie relativ gut im Zeitmanagement, wenn sie es schafft, neben dem Studium oder neben der Schule noch andere Aktivitäten unterzubringen. Sie ist motiviert, weil sie macht Dinge aus der eigenen Motivation heraus. Vielleicht ist sie auch hilfsbereit, falls sie soziales Engagement betreibt. Gestaltet ihre Zeit aktiv und das heißt, dass die Stiftung sich erhoffen, dass eine Person, die besonders engagiert ist, die besonders gut ihre Zeit managt, die motiviert ist, einfach weiterkommen wird im Leben, ja, weil sie hat bestimmte Skills, ja, sie hat Fähigkeiten, die ihr helfen, weiterzukommen, dann vielleicht bessere Jobs zu bekommen. Das heißt auch bessere Gehälter. Die Person zahlt dann also mehr Steuern. In dem Sinne hat diese Förderung, ja, das Stipendium hat sich dann auch finanziell tatsächlich ausgezahlt. Oder die Person gründet irgendwas, weil sie ist ja engagiert und hat Motivation. Somit schafft sie vielleicht Arbeitsplätze für andere. Oder sie schafft neue Initiativen, die unsere Gesellschaft verbessern. Oder sie beeinflusst einfach mit ihrem Beispiel auf eine positive Art andere Menschen. Mehr vielleicht als jemand, der sich nur für die Schule oder nur für seine Noten im Studium interessiert. Es gibt wirklich wenige Menschen, glaube ich, die sich wirklich nur dafür interessieren. Und wichtig ist auch zu sagen, auch Menschen, die sich nicht engagieren, haben diese Fähigkeiten durchaus. Die Frage ist für die Stiftung, wie finden wir diese Personen? Wie finden wir Personen, bei denen sich diese Fähigkeit bereits gezeigt hat? Das zeigt sich zum Beispiel super gut im Engagement und deswegen suchen Stipendiengeber auch nach solchen Menschen. Darüber hinaus ist Engagement auch einfach ein super Tool für die Stipendiengeber, um gute Menschen voneinander zu unterscheiden. Die kriegen dann vielleicht tausende Bewerbungen. Viele von den Leuten sind exzellent, die sind super in der Schule. Wie soll man denn dann aussuchen, an wen man die Stipendien vergibt? Deswegen versuchen die Stipendiengeber in der Theorie, die Menschen zu finden, die Erfolgschancen haben oder am meisten Auswirkungen auf ihre Umwelt haben. Und diese versuchen sie zu finden, indem sie auf Daten achten, die bereits vorhanden sind. Also nicht auf das eventuelle Potenzial, sondern darauf, was die Person bereits präsentiert hat, was sie kann und was sie geleistet hat. Und wichtig ist, ich sage hiermit nicht, dass das der richtige Weg ist oder der falsche. Darüber kann man wirklich diskutieren. Es geht hier wirklich nur darum, zu erklären, was
der Gedanke, was die Logik hinter diesem Auswahlprozess ist und euch zu helfen, zu überlegen, wie könnt ihr mit dieser Logik umgehen und wie könnt ihr darauf eingehen, wie könnt ihr euren Lebenslauf am besten präsentieren. So Leute, jetzt kommen wir zu der Frage, was ist, wenn man nicht engagiert ist? Was kann man dann tun? Der wichtigste Punkt eigentlich hier ist, es ist nie zu spät anzufangen. Du solltest vielleicht überlegen, warum du dich nie engagiert hast. Hat dich das nie interessiert? Hattest du nie Zeit? Oder was hat dich eigentlich davon abgehalten? Und wenn du merkst, hey, das ist eigentlich was, gute Frage, weiß ich nicht, dann überleg einfach, was ist dir wichtig? Welche Werte sind dir wichtig? Was liegt dir am Herzen? Überleg, wäre es nicht cool, wenn ich dazu beitragen könnte? Das ist ein total tolles Gefühl und ich glaube, das ist auch primär, warum sich Menschen engagieren, nicht weil sie Engagement für die Stipendienbewerbung brauchen, sondern weil sie es sehr bereichernd finden, sich für irgendwas einzusetzen, was ihnen wichtig ist. Und es ist auch okay, wenn du dich bewirbst und dich noch nicht so lange engagiert hast. Es ist viel wichtiger, dass du deine Motivation zeigst, deinen Willen und deine Vision, wohin dein Engagement führen sollte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, falls du dich noch nicht engagiert hast, weil du wirklich nicht konntest, du hattest vielleicht besondere Umstände in deinem Leben, die dich davon abgehalten haben. Zum Beispiel, du musstest arbeiten, um finanziell deine Familie zu unterstützen oder du hast vielleicht mit Kind studiert. Das sind Umstände, die natürlich Menschen ganz praktisch daran hindern, sich zu engagieren. Und da musst du einfach ganz genau gucken. Viele Stiftungen finanzieren auch gerade Menschen, die durch ihre besonderen Umstände statistisch gesehen schlechtere Chancen im Studium hätten und sind da deutlich flexibler, was dein Engagement angeht. Also informier dich da richtig gut, lies dir die Konditionen durch und die Voraussetzungen und guck auf jeden Fall nach irgendwelchen Sonderfallformularen oder Erklärungen, die du abgeben könntest, wenn bei dir besondere Umstände im Spiel sind. Jetzt kommen wir zu der dritten Gruppe von Leuten, die sich nicht engagieren. Und zwar sind es Leute, die sich nie engagiert haben und eigentlich auch nicht vorhaben, sich zu engagieren. Da würde ich einfach sehr auf die Auswahl vom Stipendium achten. Es gibt diese großen Studienwerke, die dein ganzes Studium finanzieren. Die sind natürlich super und wenn du die Chance hast und das Gefühl hast, du hast da gute Chancen, solltest du dich auf jeden Fall bewerben, weil die eben dein komplettes Studium finanzieren, die auch super ideelle Förderung bieten, inklusive Auslandsaufenthalten und, und. Auch da gibt es ein paar Stipendiengeber, für die Engagement weniger wichtig ist, beziehungsweise mit sehr guten akademischen Leistungen ausgeglichen werden kann. Um diese Themen geht es zum einen in dem Blogartikel von mir, wo es um die richtige Auswahl vom Stipendium geht. Da gebe ich euch ganz konkrete Beispiele von diesen 13 Studienwerken. Wenn du also zum Beispiel akademisch sehr stark bist und dich dafür aber nicht besonders viel engagiert hast, dann gibt es durchaus Stiftungen, die dafür Verständnis haben, beziehungsweise die einfach deine akademischen Leistungen so sehr wertschätzen, dass da nach Engagement nicht gefragt wird. Und der zweite Tipp ist, nach speziellen Stipendienprogrammen zu suchen für dein Studienvorhaben. Je spezieller dein Stipendium ist, desto höhere Chancen hast du reinzukommen, immer. Das heißt, wenn du ein Stipendium findest, was nur für deine Fachrichtung ist oder nur für Fachhochschulstudierende, nur für Dualstudierende, nur für bestimmte Auslandsaufenthalte, oft gibt es da viel weniger Bewerber und Bewerberinnen. In manchen Stipendien werden sogar alle Leute genommen, die sich überhaupt beworben haben. Da ist zum Teil Engagement einfach nicht ganz so wichtig. Da ist es viel wichtiger, was deine Motivation hinter der Bewerbung ist und dass du eben auf diese formellen Kriterien passt. Guck also ganz genau, ob es nicht Stipendien gibt, die einfach nur sehr, sehr gut zu deiner persönlichen Situation passen, wo dein Engagement überhaupt keine Rolle spielt. So, und das lange Video ist jetzt zu Ende. Wir haben 3 Punkte besprochen. Einmal, was Engagement ist. Einmal, warum es wichtig ist oder was sich die Stipendiengeber davon versprechen. Und zum dritten, was man tun sollte, wenn man sich noch nicht engagiert hat. Um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wenn du dich noch nie engagiert hast, dann solltest du vor allem darauf achten, dass du gut und detailliert dir die Voraussetzungen durchliest und darüber nachdenkst, wo du am besten reinpasst. Also da musst du mehr auf die Strategie achten, dich bei den richtigen Stipendiengebern zu bewerben. Wenn du dich engagiert hast, dir aber nicht sicher bist, ob das genug ist oder wo das und wie das zählt,
Da sollte dein strategischer Schwerpunkt darin liegen, dein Engagement so gut wie möglich zu verkaufen. Und dein Engagement nicht einfach irgendwo im Nebensatz stehen, sondern ganz klar wird, wie wichtig dir das ist, wie engagiert du da bist und wie viel Zeit und Kraft und Energie du da reinsteckst. Das war's dann zum Thema Engagement. Ich hoffe, ich habe alle eure Fragen beantwortet. Wenn euch das mit dem Video zu viel war, gibt es auf chancenchecker.com nochmal all die Informationen in schriftlicher Form. Da könnt ihr es nochmal in Ruhe durchlesen. Gerne schreibt mir Kommentare, schreibt mir eine E-Mail auf chancenchecker@gmail.com. Und ich hoffe, dass es euch geholfen hat und ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Videos. Die nächsten Videos sind zu dem Thema, wie findet man und wo findet man Stipendien und wie sucht man das richtige Stipendium für sich aus, wo man dann die besten Chancen hoffentlich hat. Sobald die Videos fertig sind, findet ihr sie hier auf dem Screen und bis zum nächsten Mal. Ah ja, abonniert den Kanal. Genau.